Einen wunderschönen. Wer heute mal auf Instagram war, hat mich mit diesem geilen Stern gesehen. Und dieser Motherfucker ist bei Promi Big Brother dabei. Ich gehe da rein, ich mache mir keinen Stress, werde mir da wahrscheinlich auch ab und zu mal artlich einen hinter die Rüstung römern. Was ich auch gesehen habe, ist, dass sehr heiße Frauen dabei sind. Unter anderem Paulina. So ein geiles Produkt. Ich fahre gerade nach Osnabrück, denn da habe ich heute meinen finalen Clubauftritt von der legendären Salitas Tornado Tour, die ich gehabt habe. Ich habe 2 neue Songs, die ich heute spielen werde. Die sind noch nicht released. Fick und fix sie hart, Mann. Ramsey Hartmann. 4 Autofahrtstunden später. Ich habe Hunger. Ich werde jetzt was essen und mich mental vorbereiten. Weil wie gesagt, ich performe heute 2 neue Lieder von mir, die noch nicht draußen sind. Und ich weiß die Songtexte einfach nicht. Mach uns auf jeden Fall einen Hund, Verbund ist Donner, eine Dotter, die Brille. Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Auf diesem Telefon hier befinden sich Kommentare, die bei Promi Big Brother auf der Instagram-Seite unter dem Beitrag gekommen sind, wo ich sozusagen mit announced wurde. Bitte nächstes Jahr Julian Zietlow, das wäre so krass. Julian Zietlow wäre wirklich sehr krass und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass er bald auch wieder vor die Kamera kommt. Lustige Geschichte, ich saß mit ihm im Grill Royal, aber da sagt er so und fängt an, über ein YouTube-Video zu erzählen von uns, von der RTL3-Zeit, dann sage ich so, hey, zeig ihr das doch einfach. Ich mache so YouTube auf, gehe auf YouTube. Dann sagt er mir, Ron, habe ich dir noch gar nicht gesagt, ich habe vor 3 Monaten den Kanal gelöscht. Da hatte ich wirklich kurz Gänsehaut und dachte mir, da ist wirklich eine Ära, die er einfach kurz weggeworfen hat. So, Antonia und sonst so schreibt, und wieder sind mir einige vollkommen fremd. Gibt's keine echten Promis mehr. Ich bin auch da. Mach dir doch bitte gar keinen Stress. Ich werde da ein bisschen was machen. Vertraut mir einfach. Lea Lilly unterstrich schreibt, wie nice, die allerjüngsten plus Community steht hinter dir. Es ist wirklich so, dass sich da jetzt mal so ein paar Communities gecrossed haben und da kommen wirklich die kleinen Minecraft-Boys von Rewi zu mir und fragen mich auch nach einem Foto. Oh, Leute, ihr müsst euch vorstellen, hier wo wir heute sind in Osnabrück, läuft es so folgendermaßen ab. Hier nebenan ist gerade anscheinend so eine Gala, da kamen gerade so 3 hübsche Mädchen zu mir. Aber es ist voll seriös, ne? Und ich bin gleich nebenan, Clubauftritt und dann ist es gleich so. Fixi spuckt zwar wie ein Lama, doch weil mir das egal war. Markus, wo bist du? Normale Menschen benutzen Aftershave. Ich benutze ein 300-Euro Parfüm. Ich bin pleite. Aber ich hab's gut. Das hat mir Marc Gebauer geschenkt. Und dieses geile Gesichtscreme-Erlebnis für auch, ich glaube, 300 € oder so, hat mir meine Schwester geschenkt. Wollt ihr auch so geil aussehen wie ich mit dem Nice-Schwanz-Bro-Shirt? Dann schlagt jetzt zu und sichert euch meinen letzten Geringverdiener-Rabatt, bevor der Shop schließt. 100 Jahre Garantie! Diese Werbung ist nicht KI-generiert und mein Freund Nico hat euch noch was zu sagen. Ron, deine T-Shirts sind das Beste, was mir je passieren konnte. Es ist viel besser als Ola Kala. Link in der Beschreibung. So, ihr wollt jetzt wissen, wie präpariert man eine Zigarre? Ich werde es dir zeigen. Du benutzt einen Cutter, nicht zu viel, nicht zu wenig, genau so. Dann schiebst du dir die Zigarre genau so in den Mund. Dann hast du nochmal den rechten Arm, um sie wieder zu entfernen. Dann machst du sie wieder rein und dann einfach Feuer. 12 Sekunden später. Und wenn sie genau so aussieht, hast du es verkackt. Das ist jetzt das große Finale meiner Salitos Club Tour. Es sind bestimmt über 1 Million Salitos ausgeschenkt worden. Da würde ich sagen, auf die nächste Million. Leute, und eine Salitos Club Tour wäre ja keine Salitos Club Tour, hätten wir keine Rolex verlost. Hier ist das Prachtexemplar, guckt sie euch an, im Wert von 10.000 €. Ich würde sie dir gleich mal anlegen auf der Bühne vor den Leuten, ja? Du bist Brokey Mokey, aber machst du auf Richie Michi? Ich hab einen Puff! Mein Und ihr fragt euch, wozu hat Ron ein Büro? Genau,
Ich habe mein Schlachtschiff aufgebaut. Mein neuer PC, PlayStation. Und ja, so sieht das Ganze hier ungefähr aus. Klar, man hat hier so die PlayStation, ne? Auf der linken Flanke sieht man dann sozusagen. Und hier sehe ich gerade auch noch ein kleines Mistake. Ich bin Profi, ich kann das selber zusammenziehen. Und jetzt ist alles wieder gut. Und falls ich mal in den Deep Talk möchte mit euch, ja, das wird bestimmt auch irgendwann mal öftermals der Fall sein, dann klicke ich in den Fullscreen und dann seht ihr schon, dass wir hier in einer Szene uns befinden, wo es dann wirklich mal ein bisschen deeper werden kann, ja? Ja, das ist mein neues Setup, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch. Und dann habe ich jetzt endlich mal einen Grund, dieses Büro hier zu nutzen, weil davor war ich halt wirklich nicht hier.